diese Regenbogenpropaganda, die wird mittlerweile genutzt, um westliche Kriege zu rechtfertigen. Das ist jetzt ein sehr schönes neues Beispiel. Ne? Das ist nicht der böse Mossi. Der böse Mossi mag eine Sache gewesen sein in den frühen 2000ern oder so, sicherlich auch, um den Irakkrieg zu rechtfertigen oder auch, weil es halt ja kulturell dann gern gesehen war. Ne? Na, sieht man auch, dass das überhaupt nicht gewirkt hat, wenn man sich beispielsweise die Honigwabe anguckt. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Ihr macht doch genau das. Macht ihr jeden Honigwabe. Ich war ja lang genug Zuschauer. Aber das ist nicht, was heute Hollywood produziert. Ja, das, was heute Hollywood produziert, ist einfach im Einklang mit dieser progressiven neoliberalen Schiene, von wegen, wir sind Vogue und Ja, wehrhaft, genau. nennen sie Und da das. bist du bei mir. Also, da bin ich eine Generation zu spät für dran. Ich war ein Kind in den frühen 2000ern, Ich als es weiß. wahrscheinlich da eine Anti-Mossi-Stimmung gab und als die 9-11-Geschichte groß gemacht wurde und dann, wie gesagt, die Kriege im Nahen Osten, da musste gemeldet werden und so weiter. Ich bin ja auch heute, also beispielsweise die Israel-Palästina-Kiste, da bin ich nicht auf der amerikanischen Neocon-Linie. Ich denke, das Ganze sollte man irgendwie versuchen zu beruhigen. Ich bin da auf einer Deeskalationsschiene. Ui, also da ist Schlomo ja absolut, also wenn ich mir die Rede vom Gauland angucke, wir müssen für Israel kämpfen, wir müssen, oh Gott, ich muss die Reden mal raussuchen und darauf reagieren. Aber ey, das ist ja wirklich basierte Position, die Schlomo hier hat. Muss ich jetzt zum Schluss, glaube ich, mal sagen. Aber ich glaube nicht, dass er da in der AfD mit einer Mehrheit ist, mit dieser, wir sollten da möglichst schnell Waffenstillstand verhandeln. Also das ist ja auch Wagenknechts Position. Ich glaube, da ist Na, wir Schlomo haben näher ja an auch, Wagenknecht dran als an der AfD. wie gesagt, die Grenzgänger haben jetzt sehr gut aufgezeigt, ne, was die Position von den meisten Michael auf Lüders AfD hat ist. dazu, ja, die haben Ausschnitte aus Gaulands Rede da gezeigt, ja. Insofern, wenn die amerikanische Propaganda da groß auf uns reinprasselt, dann bin ich davon nicht groß betroffen. Ich sehe aber die realen Umstände hier. Und das habe ich nicht von irgendwelchen amerikanischen Medien. Ich sehe Statistiken, wie beispielsweise, dass der Großteil der Migranten, die wir reingeholt haben, die Scharia haben will. Ich sehe, wie die Zustände sind hier mit der Kriminalität. Ich sehe, dass die Täter quasi durch die Bank diese Migranten sind. Ich sehe, dass Vergewaltigung oder besser gesagt generell Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sich in den letzten ungefähr 8 Jahren knapp verdreifacht haben. Knapp Naja, dreimal so viele Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung haben wir in Deutschland. was keiner bezweifelt. Also, dass Menschen aus diesen Ländern überdurchschnittlich kriminell sind, das bezweifelt niemand. Die Frage ist, wie groß ist dieser Effekt? Wie schlimm ist das jetzt? Und rechtfertigt das vor allem rechtfertigt das jetzt, dass man Menschen den Pass wieder wegnimmt, die ihn schon völlig legal haben? Also rechtfertigt das die Maßnahmen, die Schlomo fordert? Das ist die Frage. Dass wir Zuwanderung begrenzen, da habe ich absolut nichts gegen. Erst recht aus diesen Ländern. Da könnten wir auch in Kooperation mit diesen Ländern tatsächlich auch für eine gewisse Rückwanderung dieser Flüchtlinge sorgen. Beispielsweise, indem wir mit der syrischen Regierung verhandeln, dass wir da endlich die Sanktionen aufheben, mit der afghanischen Regierung endlich zusammenarbeiten und verhandeln, da die vielleicht beim Wiederaufbau unterstützen. Also Syrien, Afghanistan, da herrscht, also in Afghanistan herrscht Frieden, in Syrien herrscht größtenteils Frieden. Da muss man mit den Regierungen endlich zusammenarbeiten und endlich die westlichen Sanktionen aufheben, bevor man alles andere macht. Darüber können wir ja gerne reden. Das ist gravierend und das betrifft die gesamten Deutschen. Und die Täter davon sind Leute, die haben ein islamisch geprägtes Weltbild und die sehen halt die deutschen Frauen als Kuffarhuren, an denen man sich vergreifen darf. Also das spielt da gut rein. Das habe ich nicht aus amerikanischen Filmen, das habe ich einfach aus der Realität. Du, kein Ding. Ja, der Punkt ist nur, was würdest du sagen, ist die größere Gefahr für sozusagen die Freiheit der Menschen oder beziehungsweise für den Zustand Deutschlands oder für das Wohlbefinden der Menschen in Deutschland? Islamismus oder Kapitalismus? Wokismus. Wokismus. Basierte Antwort. Er hat jetzt zwar nicht sein, also Ja. im Vergleich mit dem, was er vorher gesagt hat, aber absolut, also die Gefahr kommt von innen, die Gefahr kommt nicht von außen. Also früher, da haben ja alle westlichen Rechten immer gesagt, Gefahr, die kommt aus Moskau, das Böse kommt aus Moskau, die größte Gefahr ist der Kommunismus. Und Ja. was degeneriert gerade unsere Gesellschaft? Also zwei Ideologien, also zwei liberale Ideologien, der Wokeismus und der Neoliberalismus. Das sind zwei liberale, also zwei, ja, man könnte fast schon von liberalen Entartungserscheinungen sprechen. Also das sind wirklich komplett wirre Ideologien, wenn man das mal genauer beleuchtet, die wirklich sehr viel Schaden anrichten. Und das ist, die kommen von innen, die kommen aus dem Westen, die kommen nicht von außen. Ist die Da stand nicht Autoimmunkrankheit, die wir haben. zur Auswahl. Ich meinte Kapitalismus oder Islam. Was heißt das schon nicht zur Auswahl? Das war, also er hätte jetzt einfach sich einfach mal können und sagen können, Islamismus, aber das war schon basiert. Also, dass er hier so geantwortet hat. Stimmt halt nicht mal mit der Verdreifachung, habe mir die Zahlen angesehen, von gab es
Zwar eine Steigerung, aber 2016 wurde. Ja, ich will jetzt da nicht ins Detail gehen. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Da gibt es ja diesen Streit zwischen Ferros und den Grenzgängern. Wie gesagt, da will ich jetzt absolut nicht ins Detail gehen. Das müsste ich mir auch die Statistiken selber ansehen. Also, wenn mir da irgendwelche Leute was erzählen und die dann so interpretieren, wie sie das gerne gerade haben wollen, dann. Aber diese Zuwanderer aus diesen Regionen, dass die überdurchschnittlichen Kriminalstatistiken repräsentiert sind, auch noch höher repräsentiert sind, als es jetzt vielleicht ihr sozioökonomischer Hintergrund erstmal erwarten ließe und dass da Kultur vielleicht auch noch mit reinspielt, mag alles sein, will ich jetzt gar nicht bestreiten. So will ich gar nicht bestreiten, deswegen müsste ich mir die Statistik da im Einzelnen selber ansehen, um da was Fundiertes zu sagen zu können. Islamismus. Ich meine, Teile von den kapitalistischen Konzernen etc. haben sich sicherlich mit dem Wokismus verschmiedet oder ja, sind eine Allianz mit denen eingegangen, aber das ist dann sehr Ja, schwer und ihr wollt festzulegen. Also, diesen wenn wir jetzt das Konzern gesamte immer mehr World Macht Capital nehmen. geben, ne? Ja, wenn du die Steuern Habe für ich die verstanden. Konzerne senkst, dann haben sie mehr Macht. Wenn du Regulierungen lockerst, dann haben die mehr Macht. Würde ich sagen, wahrscheinlich Gesamt-Woke Capital, was aber nicht in den Griff bekommen werden wird von einer Wagenknecht-Partei, die ankommt und ihn in den Arsch kriegt. Das wird von niemandem in Also, den Griff bekommen die werden. will die nicht in den Arsch kriechen, die will die Unternehmenssteuer deutlich erhöhen, die will Ja. Parteispenden, diese ganze legale Korruption, die da gerade stattfindet, mit Parteispenden und allem, das will sie massiv einschränken und auch den Wokismus will man bekämpfen. Da würde ich mir noch ein paar klarere, auch rhetorisch klarere Statements wünschen, Ja. beispielsweise die Amadeo Antonio, also es ist jetzt ein Detail, also ist jetzt nichts Allgemeines, also die Politiker werden ja zu sehr allgemeinen Sachen gefragt, aber beispielsweise die Amadeo Antonio Stiftung sollte keinen einzigen Cent Fördergelder mehr vom Staat erhalten. Das könnte man ja sehr einfach sagen. Und ich glaube, führende Politiker der Wagenknecht-Partei sollten den alternativen Medien häufiger Interviews geben, dann würden solche Themen vielleicht auch mal angesprochen werden und da würden auch mehr klare Statements in die Richtung kommen. Denn das Problem ist ja, dass die häufig NTV oder Tagesschau oder so Interviews geben und die dann diese typischen Berliner Politikerblasenfragen kriegen, die für den normalen Wähler halt keine richtigen Rückschlüsse zulassen. Also das ist da ja auch ein Problem. Weil es die Übrigens jetzt auch, sogar auf die CIA. die Partei wird auch nicht von BlackRock oder so Konzernen oder so unterstützt, ne? Die neue Wagenknecht-Partei. Ja. Auch nicht von Banken oder sowas. Also Ja, das das war ja spricht schon ja bei der schon Linken mal. so. Die Linke ist ja auf eine Ja. andere Art und Weise degeneriert und das muss man bei der Wagenknecht-Partei ausschließen. Aber natürlich muss man auch ausschließen, dass da irgendwelche Großunternehmen sich durch Spenden irgendwas kaufen. Das muss natürlich dazugehören. Ja. NATO-Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin haben sie die Regenbogenflagge geschmiert. Das kriegst du nicht mehr raus. Das kannst du vergessen. Also die deutsche Bundeswehr heißt das, hat Woke und Wehrhaft als Motto. Ja? Also du kriegst sie nicht mehr raus. So. Ich würde fast sagen, so einen konservativen Turn, den würdest du vielleicht verkauft kriegen. Also da könntest du die AfD dann schon zu nutzen. Also. Ja. Dieser Wokismus, von dem du sprichst, ist jetzt eine, glaube ich, Taktik, um die Menschen dorthin zu bringen, dass sie sich gegen Wokismus wehren, damit wir wieder in einen Krieg ziehen können. Das heißt, der Wokismus, der uns jetzt gerade aufgefahren wird, meiner Meinung nach, ist, damit die Leute sich empören und total auf die Barrikaden gehen und sagen, das geht viel zu weit, das ist doch viel zu blöd, was soll der Scheiß, damit dann eben ein anderer autoritärer Kurs desgleichen umschwenken kann und das wird dann die AfD erfüllen oder eben jemand wie Orban oder jemand wie die FPÖ oder wie jemand wie die Meloni und die fahren dann den autoritären Kurs des Kapitalismus, um uns in Kriege zu ziehen oder beziehungsweise weiterhin diesen Scheiß abzuziehen, der hier abgezogen wird. Naja, was in den Krieg ziehen angeht, im Rahmen dessen, in dem das gerade möglich ist, mit Russland, ich meine, keiner will da die nukleare Eskalation, auf jeden Fall gehe ich stark davon aus, auch wenn die Stimmen teilweise in diese Richtung gehen, aber das kriegen ja die Woken-Parteien ziemlich gut hin. Ne? Also Absolut. da so weit zu eskalieren, wie man das kann, unter den momentanen Bedingungen, kriegen die ganz gut hin und die AfD ist die Partei, die sich halt dagegen stellt. Ne? Insofern, du deklarierst das immer so, aber in der Realität sehen wir in der Regel. Stellt die AfD sich bei der Eskalation in Israel gerade dagegen? Also Nein, in der die Ukraine hat sie nutzen. sich dagegen gestellt, aber in Israel jetzt nicht. Also was ist das für eine schwankende Haltung? Man könnte auch Also, in Israel auch das ist sagen, jetzt wir wie sind bei für einen euch. Waffenstillstand, für einen sofortigen. Das ist jetzt ein sehr, sehr krasser. Oh, ich das sage. Was Also, denn? ich habe halt das Gefühl, ne, dass die AfD und auch das Umfeld das jetzt nutzt, einfach diese ganze Israel-Thematik. Erstens mal, um diese Ressentiments von wegen Rechte sind antisemitisch so ein bisschen abzudämpfen, ne? Zeller, ganz Und heikles zum Thema, sei anderen, am besten leise. um natürlich, Am Ende wird uns noch das ja, Leben leicht Welle oder ein gesperrt. bisschen Hetze ist immer blöd gesagt, aber es ist schon so ein bisschen, ne, gegen die Muslime im eigenen Land so ein bisschen zu agitieren, sag ich mal. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich Da glaube, lehne ich wir mich machen halt jetzt mal sehr weiter. weit aus dem Fenster, aber ja. Eine Tendenz in die komplett andere Richtung.
Tendenz in welche Richtung? Was Tendenz, Richtung? Also ich denke, dass unter der Woken-Ideologie, wenn sie ihren Siegeszug komplett fahren würde und sagen wir ein paar Generationen indoktriniert würden darin und so weiter, dass die wesentlich geeigneter wäre, Kriege zu rechtfertigen als eine AfD-Ideologie, eine aufs eigene bezogene Ideologie. Eine, ich meine, wir reden hier über grob Isolationalismus. Ne? Das ist grob die Richtung, in die geopolitisch die AfD geht und in die ich auch gehen würde. Wir sind nicht der. Ja, geht sie in die Richtung? Also was wir aktuell da, wie gesagt, aktuell an der Ostkonflikt hören, das geht nicht in die Richtung. Meinung, dass gemeldet werden sollte im Nahen Osten. Wir sind nicht der Meinung, dass wir die Weltpolizei spielen sollten. Wir sind für raushalten und wir sind für, lass andere Leute so machen, lass andere Nationen so machen, wie sie da lustig sind. Das ist die Grundlinie der AfD und das ist auch die Grundlinie von mir. Ja, aber dass das in einem globalisierten Kapitalismus mit den Amerikanern als Vorherrscher nicht funktioniert, ist ja klar. Dass das vollkommen unmöglich ja, ist. Ja, und deswegen regt sich ja auch starker Widerstand gegen die Vorherrschaft der Amerikaner, vor allem von, aus Richtung, sagen wir, des Höckeflügels bei der AfD, der lustigerweise dann am allerverhasstesten ist. Ne? Lustigerweise. Ja, lustigerweise, ich hab's vorhin schon gesagt. Das Problem bei der AfD ist, dass sie nicht mehr transatlantisch ist. Also stimmt dir Klum sogar indirekt meine Analyse zu. Schön, dass wir zum Schluss noch so viel Übereinstimmung finden. Ja. Also könntest du da ein Korn der Wahrheit gefunden haben? Das wird sicherlich auch daran liegen, dass wir hier unter der Herrschaft der Amis stehen müssen und dass die herrschenden Mächte das so wollen, dass deswegen gerade ein Höckeflügel zum Satan höchstpersönlich gemacht wird. Wir sehen ja, Nord Stream wird weggesprengt, keine Sau darf was dagegen sagen. Die einzigen, die damit kommen, ist halt die AfD und Wagenknecht in dem Fall. Ne? Insofern, das ist sicherlich ein Tabu, überhaupt anzusprechen. Das war ja lange im Endeffekt ein Neonazi-Ding. Ne? Die amerikanische Herrschaft über Europa, insbesondere Deutschland, anzusprechen, war ja lange das ein altrechtes Ding und wird gerade erst so ein bisschen sagbar, vor allem durch die AfD. Ich glaub, vielleicht mal ein bisschen kurz was reinzubringen. Du musst, es ist halt auch auffällig, die AfD ist die Opposition, die ist immer dagegen. Das ist so auffällig mittlerweile. Guck mal, wo Corona anfing, hat Erwin, glaube ich, auch schon gesagt. Ja, ja, genau, brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so detailliert drauf eingehen. Du hast schon recht, dass das auch die Schwedendemokraten, das ist, glaube ich, hier bei Corona das interessante Beispiel, die waren für härtere Maßnahmen, weil die Sozialdemokraten in Schweden relativ liberale Politik gefahren haben. Weißt du noch, wo ich zu dir kam und gesagt habe, hey, weißt du, das ist ein paar Monate her, da habe ich dir, war glaube ich eins unserer ersten Talks, da habe ich dir gesagt, hey, weißt du, warum ich die AfD so vertraue oder in Anführungszeichen doch noch halbwegs base finde, weil sie halt alle gegen sie sind, ne? Weißt du das noch, wie ich das gesagt habe? Mhm. So, weil alle einfach gegen sie sind und da hast du ich weiß nicht, was du da geantwortet hattest als Gegenargument. Ich weiß es nicht mehr, ist länger her, ja. Ja, lang, ist egal. Lenkt jetzt auch ein bisschen ab. Das war ja ein linkes Ding. Ich glaube, so die Globalisierungskritik und so weiter, das ist sehr ein linkes Ding gewesen damals in den Zeiten. Ja. Aber ja, und? Dann sind diese ganzen Sachen gekommen, wo man die ganzen linken Bewegungen, sei das jetzt Occupy oder die Antiglobalisierungsbewegung, hat man alles dann zerstört, indem man einfach plötzlich die Antideutschen aufgefahren hat oder die Pseudolinken, wie man sie nennt, oder eben diese Antiverfeinnahmen. Ja, das ist schon viel länger im Gange. Das ist schon seit dem Kalten Krieg amerikanisch. Darüber hatten wir übrigens den Talk. Darüber, wie die Linke quasi wokisiert wurde. Darüber hat man den Talk. Ist auch auf meinem Erstkanal noch zu finden. Mit dem Essay von Hauke Ritz, ne? Mhm. Ja. Und plötzlich die Linken, die eigentlich Feinde waren, weil sie gegen die Herrschenden gingen. Ja? Da hat man das ganze Spiel gedreht. Und seitdem ist das irgendwie so eine Sache, dass du rechts bist, wenn du die Eliten kritisierst. Deswegen bin ich ja auch dagegen, dass man einfach diese Begriffe so links, rechts und was weiß ich, es gibt schon einen Grund, warum ich Dinge Pseudo nenne, ja? Warum ich Pseudo-Linke nenne, Pseudo-Rechte, Pseudo-Rechts und so weiter. Ja? Weil die ja, alle eigentlich in Wirklichkeit bei diesem ganzen Spiel mitspielen. Und ja, aber vor allem Pseudo zu legen, also bei den Linken, da kann man ruhig Pseudo davor hängen, einfach um zu markieren, dass man selbst der Link, also klar, jetzt aus rhetorischen Gründen, aber bei den Rechten und bei den Wokies, da würde ich es nicht davor hängen. Das sind Gegner, die kann man ruhig als Rechte oder als Wokies bezeichnen. Da braucht man jetzt nicht über Pseudo davor hängen. Ja, das kommt immer drauf an. Weil also man sieht schon, dass es viele Leute gibt, die schon eher links sind bei den Rechten. Also ja, aber dann macht man sich am Ende nur unnötig Probleme, wenn man diese Begriffe so verkompliziert und da überall was vorhängt. Wenn die Rechten einfach Rechten und die Wokisten einfach Wokisten und die anderen, die sich als links bezeichnen, die man selber aber ablenkt, die kann man ruhig abwerten, indem man sie Pseudo-Links nennt. Das hat dann einfach taktische Gründe. Ja, und gar nicht mal so sehr inhaltlich. Ich finde es auch wichtig, dass sich die Linken diese Themen auch endlich mal zurückholen. Ne? Auch diese Kritik gegen Woke und so, dass sie sich das nicht den Rechten überlassen. Das ist wichtig. Und das sollte die Partei auf jeden Fall auch machen. Genau. Ja. Das, wie gesagt, da würde ich mir auch mal ein paar deutlichere Statements wünschen. Aber wie gesagt, da müssten diese führenden Köpfe von der Wagenknecht-Partei auch ein paar mehr Interviews bei alternativen Medien wahrscheinlich geben. Dann würden sie dazu auch klarer gefragt werden. Hm.
Aber ja, keine Ahnung, ob die das noch vorhaben oder ob die da sehr, sehr verhalten sind. Also wenn die da verhalten sind, das wäre absolut ein Problem. Denn die müssen sich ja auch ein Vorfeld aufbauen und die sollten zu, ja, Medien, die von ihren Zuschauern finanziert werden, die sind einem eher wohlgesonnen als Medien, die von großen Konzernen finanziert werden. Oder eine ÖRR-Struktur, wo lauter grüne SPDler und CDUler in den Rundfunkräten sitzen. Also das ist einfach so. Das einfach nicht mal mitbekommen. Ja. Aber ich habe gerade eine interessante Frage, weil ich gerade die Kratos, den kennst du doch, oder? Ja, Der ist ich doch nehme aus schon eurer an. Bubble. Genau. Den habe ich gerade im Chat gesehen und da wollte ich dich fragen, wie kannst du ihm garantieren oder mir garantieren, dass er nicht abgeschoben wird, wenn die AfD an die Macht kommt und diese ganzen Geschichten durchgesetzt werden, wie eigentlich ihr euch das wünscht? Oder Was ein ist Feroz er denn? Khan, Ich wie habe werden keine. sie? Achso, der ist Perser. Okay, Feroz Khan, das kann man ja relativ gut begründen. Feroz Khan vertritt einfach die Meinung, die Shlomo vertritt. Also ist er Freund des deutschen Volkes, der noch da. Vati wahrscheinlich auch. Erwin wird kritisch, wenn er sich weiter so äußert zur AfD. Also. Stormhaube, du wurdest jetzt schon mal getimeoutet. Lass es bitte langsam. Ich habe schon Ganz. einige Infos über dich bekommen. Hier von Alles jemandem gut, einfach. solange hier keiner beleidigt, Na, ich. solange hier keiner ja, beleidigt, Nee, solange das braucht Ding ihr auch kein ist. Timeouten. Nee, das Ding ist. Ich erzähl's dir nach dem Stream. Ach so. Oder ein Feroz Ja, das Khan. Ding ist, Wieso werden die nicht garantieren. abgeschoben? Ich meine, das ist eine ernsthafte Sorge, die man sicherlich auch nachvollziehen kann. Klar kann das Pendel immer zu weit für den eigenen Geschmack in die andere Richtung wieder umschwenken. Also sicherlich ist das ein Ding, über das man nachdenken kann, ne? Ich denke, dass es keine relevanten Kräfte in der AfD, wie sie jetzt existiert und auch im politischen Vorfeld. Ja, es gibt einen Schutzmechanismus, der verhindert, dass es zu weit in die andere Richtung schlägt. Der nennt sich Rechtsstaat. Also, dass es zu weit in irgendeine Richtung schlägt. Dass halt jeder Anspruch auf gewisse Grundrechte hat. Und dass die halt universell angewandt werden. Gibt, die das wollen würden, die halt die rassische Reinheit hier auf 10 drehen wollen und im Endeffekt alles einfach nur an Rasse festmachen wollen, ohne irgendwas darauf zu geben, was irgendwer im Kopf hat. Ich sehe diese Tendenz nicht relevant vertreten. Ich weiß nicht, ich sehe es hier relevant vertreten, vor allem auch deswegen, und deswegen habe ich dir das schön, dass wir wieder normal und ruhig reden können, weil deswegen habe ich dir dieses Rassenverräter-Ding gezeigt. Ich glaube, du bist auch da mittendrin und ich sehe auch, was von neuerdings kommt, von diesem Düsi und hin und her. Also du glaubst, dass ich einen Feroz Khan abschieben will? Nein, ich glaube aber, dass du durchaus eine Ideologie mit deinem, Naja, oder sagen wir mit mal deinen so, Gedanken. wenn Feroz Khan jetzt morgen seine Meinung ändert und sagt, Deutsche sind scheiße, dann willst du ihn schon abschieben. Das ist ja genau der Punkt. Ja, das Oder nicht? hatten wir vorhin schon so lange besprochen. Wie gesagt, ich werde den Ja. Talk hier auch auf YouTube hochladen. Nee, ich Dann wollte es nur mal kann noch mal sich das kurz jeder am Rande erwähnen, nochmal ansehen. weil wenn Feroz jetzt morgen seine Meinung ändert und sagt, ja, ich finde Deutsche scheiße, ich finde Deutschland scheiße, dann würde, glaube ich, schon mal auch sagen, ja, lieber abschieben den Typen. Und das ist ja genau der Punkt. Sobald du einfach die Meinung hast, die du nicht vertrittst, oder sobald es gegen in Anführungszeichen Deutschland geht, ne? Ja. Ja, also ich würde sagen, das war jetzt relativ. Es ist jetzt schon wieder der Punkt, den wir vorhin hatten. Und Erwin meint ja, eigentlich lohnt sich sowieso nur noch 20 Minuten. Das waren jetzt zum Schluss ein paar gute Punkte, die Schlomo hier gemacht hat. Ich würde tatsächlich sagen, dann machen wir jetzt nämlich Schluss und Eine Ideologie bilden könntest. Raiden, glaube ich, gleich Imp. Würde ich sagen, denn Erwin wird jetzt nochmal auf diese Ideologie von Schlomo zu sprechen bekommen, die wir wirklich schon zehnmal thematisiert haben. Wir haben auch die ganze Zeit wiederholt, um sicherzugehen, dass es wirklich alle mitkriegen. Also nochmal, Schlomo hatten wirklich ja ein Kaschmitsches Rechtsverständnis, ein Kaschmitsches Politikverständnis. Und wenn du Recht nicht mehr universell anwendest, wie das in einem liberalen Rechtsstaat sein sollte, sondern partikular, also bei Freunden des deutschen Staates, da wendest du ein anderes Recht an als bei Feinden des deutschen Staates, da kommst du in ganz schlimme Gewässer. Also wenn du Leuten einfach einen Pass wegnehmen kannst und es abschieben kannst, weil sie falsche Meinung haben, dann ja, also wird mir dann auch der Pass weggenommen, wenn ich was Falsches sage. Oder Diersella oder Erwin oder okay, Erwin ist sogar Ausländer, der wohnt in Österreich, der war vor der AfD immerhin sicher. Aber ja. Deswegen, ich glaube, das Problem haben wir schon häufig genug erklärt, da brauchen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Mal kurzer Verweis, schaut gerne bei meinem Kanal vorbei, schaut gerne bei Sellers Kanal vorbei. Hier, Agitator der sozialen Marktwirtschaft, hatte ich euch ja gezeigt. Sellers Kanal zeige Genau, ich euch jetzt auch nochmal kurz, damit den auch wirklich jeder findet. Das ist der Kanal hier, Seller. darf ich einen Link reinposten? Ich habe deinen Links auch nochmal Ja, reingepostet. poste von mir aus auch einen Link rein. Ich mache jetzt eh den Stream zu und ich raide jetzt, glaube ich,
Nochmal. Agi. Imp. Kanal raiden. Und dann Imp müsste gerade. Ja, da ist er. Imp ist gerade online. Raid beginnen. Und bereit zum Raid. In Sekunden werdet ihr alle nach Imp geschickt. So. Ja, ich verabschiede mich dann auch schon mal. Schön, dass ihr da wart. So. Schön, dass ich dabei sein durfte.